Was denken Sie sich eigentlich dabei? Nichts. Geben Sie mir den Ring. Es geht nicht, ich kriege ihn nicht ab. Was? Gehen Sie her. Aua! Probieren Sie es mit Seife. Ich hab ihn. Was machen Sie denn hier? Raus hier! Ich will Sie hier nie wieder sehen. Nie wieder! Liebe will nicht. Liebe ist. Liebe sucht nicht. Liebe kämpft nicht. Liebe wird nicht. Liebe ist. Liebe soll nicht. Liebe fragt nicht. Liebe ist. So wie du bist. So wie du bist. Stellen Sie das irgendwo hin. Und dann raus hier. Ja, Herr Seidel. Tür zu! Ja, Herr Seidel. Wir sehen uns leider. Ist David in seinem Büro? Kann man so sagen, ja. Was meinen Sie damit? Oh, nichts. Ich frage mich, wofür mein Verlobter Sie eigentlich bezahlt. Warten Sie bitte, ich kann Sie da auf gar keinen Fall reinlassen. Sie vergessen, wo wir Sie vor sich haben. Nein. Bramberg. David. Es ist nur so, Herr Seidel möchte auf gar keinen Fall gestört werden. Hier wichtigen Gesprächstermin. Frau von Bramberg. Bitte lang. Sie tun natürlich nur ihre Pflicht, aber ich bin sicher, bei mir macht David gerne eine Ausnahme. Ja, dann können Sie mir vielleicht das Glas Wasser mit reinbringen. Ich wollte es ihm gerade reinbringen. Na, dann erledige ich das selber. Ups. Wie ungeschickt. Entschuldigung. Mariella. Willst du uns nicht bekannt machen, David? Alexandra von Dresen, Mariella von Bramberg. Guten Tag. Freut mich. Was für ein oberflächliches Arschloch. Meine Eltern hatten vollkommen recht. In so eine Firma passe ich wirklich nicht. Nur schade, dass ich das nicht gleich gemerkt habe. Bei uns in Göberitz ist es vielleicht nicht so aufregend wie in Berlin. Aber das ist mir schnurzegal. Ich bin froh, wenn ich wieder zu Hause bin. Probier doch mal die Hühnerbrust. Also ich nehme Ente Süßsauer wie immer. Und Papa, die 8 Kostbarkeiten. Ich habe nur noch 20 Euro. Also ich nehme den gebackenen Tofu und dann kannst du dir noch deine Frühlingsrolle mitbestellen. Wie kommst du denn auf Tofu? Guck mal, was ich gefunden habe. Ein Artikel über deinen Chef. Ich glaube, ich will doch nichts mehr essen. Also erst willst du nur Tofu und dann willst du gar nichts essen. Du fängst doch jetzt nicht etwa mit einer Diät an. Nein, wie kommst du denn darauf? Ja, hätte ja sein können, wo du jetzt bei so einer Modefirma arbeitest. Quatsch. Dann ist ja gut. Jetzt lies mal den Artikel. Jetzt nicht. Was hast du denn? Nichts, ich möchte ihn jetzt einfach nicht lesen. Sag mal, hat deine Schweigsamkeit irgendwas zu bedeuten? Wie kommst du darauf? Ich meine nur, du hast den ganzen Weg über kaum was gesagt. Ich habe nachgedacht. Und darf man auch erfahren, worüber? Über die Firma und deinen unermüdlichen Einsatz. Inwiefern? Naja, so spät am Abend noch Besprechungen. Tja, so schön finde ich das auch nicht. Aber du weißt ja selbst, man kann nicht alle Termine in die normale Arbeitszeit legen. Natürlich. Hat es sich wenigstens gelohnt? Wie? Du meinst geschäftlich? Was sollte ich denn sonst meinen? Oder gibt es irgendwas, was ich wissen sollte? Ja. Da gibt es tatsächlich noch was.
Du bist und bleibst die einzige Frau in meinem Leben. Ich liebe dich. Vielleicht ein Taschentuch? Leider nein. Lisa? Gute Nacht, Papa. Gute Nacht, Schnattchen. Jeder macht mal einen Fehler. Das ist nicht fair. Lisa hat gestern schon nichts gegessen. Da braucht sie wenigstens jetzt was Gesundes zum Frühstück. Lisa braucht was Kräftiges. Fett schadet dem Herzen, mein Lieber. Guten Morgen. Morgen. Ich muss euch was sagen. Du willst ausziehen. Ausziehen? Nein, eher im Gegenteil. Und zum Dank dafür, dass ich Thomas die Unterhaltszahlung gestundet habe, will er jetzt die Hälfte meiner Lebensversicherung. Mama, das gehört hier echt nicht her. Oh, tut mir leid, aber dein Vater hat sie echt nicht mehr an. Heute Abend kommst du mal auf andere Gedanken. Na, der Club der Einsamen und Verlassenen? Ich habe ja gehört, die Stelle am Empfang soll neu besetzt werden. Mit einem Sprachcomputer. Immer freundlich und auf Zack. Haha. Wo ist diese unsägliche Person? Na, Davids Assistentin. Sie meinen Frau Lisa Plenske? Allein schon dieser Name. Heute hätte ich ein Interview geben sollen. Hätte sollen. Nur hat's mir keiner gesagt. Hallo, Hugo. Kimi, Schatzi, meine Muse, meine Inspiration. Was machst denn du hier? Komm. Wir sehen uns danach, Leute. Wisst ihr, was da los ist? Ich meine, Lisa ist doch sonst so zuverlässig. Oh, ich hab's heute auch noch nicht gesehen. Ich auch nicht. Wenn Marielle dich erwischt hätte, dann gute Nacht. Hat sie aber nicht. Diese Plenske einzustellen hat seine Vorteile. Sie ist ja nun wirklich nicht die Geschickteste. Aber dass sie versehentlich die Gegensprechanlage eingeschaltet hat, war meine Rettung. Trotzdem wäre ich froh, wenn sie die Kaffeeversorgung besser im Griff hätte. Ich kümmere mich drum. Frau Plenske! Ich dachte, ich habe mich gestern deutlich genug ausgedrückt. Überdeutlich. Ich dachte, es interessiert dich vielleicht, dass deine Assistentin heute nicht da ist. Und ihre Sachen sind auch weg. Selbst wenn. Das geht dich nichts an. Und jetzt raus hier. Bin schon weg? Tatsache. Nichts, was ihr gehört. Komisch. Sieht ganz so aus, als hat sie gekündigt. Ich kann doch nicht ohne ein Wort verschwinden. Überleg doch mal. Wann hast du sie das letzte Mal gesehen? Gestern Abend. Sie kam rein und ich habe zu ihr gesagt, dass ich sie nie wiedersehen will. Entschuldige bitte, das hast du zu ihr gesagt? Dann hast du ihr gekündigt. Quatsch, wieso das denn? David, du bist ihr Chef. Und wenn der Chef sagt, dass jemand für immer verschwinden soll, dann ist das ein eindeutiger Rausschmiss. Das kann sie doch in der Situation unmöglich wörtlich nehmen. Lisa Plenske aus Göberitz würde es sogar für bare Münze nehmen, wenn du zu ihr sagst, dass sie gut aussieht. Wenigstens läufst du jetzt nicht mehr Gefahr, dass Mariella dich in flagranti ertappt. Wenn Sabrina vor der Tür Wache hält. Dein Chef ist wirklich nett. Der ist total begeistert von dir, Schnatt. Bist du froh, dass du hier bist, endlich? Ja, Papa, sicher. Letzte! Ich hab schon gehört.
Hallo Yvonne. Bist du ein Kaugummi, Plänzke? Damit du mir den wieder in die Haare schmieren kannst, so wie früher in Hedeike. Hab ich das damals gemacht? Was du doch alles weißt. Nun rate mal, mit wem du das Büro teilst. Und was ist, wenn sie nicht zurückkommen will? Die kann heilfroh sein, dass ich noch mal Gnade vor Recht walten lasse. Wenn du das sagst. Plenske? David Seidel, Kerima Moda. Könnte ich bitte Lisa Plenske sprechen? Lisa ist nicht da. Wissen Sie, wo ich Sie erreichen kann? Ja. Und wären Sie so nett, mir zu verraten, wo ich Sie finde? Auf Ihrer neuen Arbeitsstelle. Ihre neue was? Genau. Mit geregelten Arbeitszeiten, lieben Kollegen und einem netten Chef. Also lassen Sie meine Tochter gefälligst in Ruhe. Wären Sie bitte trotzdem sehr nett, Sie auszurichten, dass... Hallo? Aufgelegt. Deine Frau gibt dir einen Korb. Was geht's denn? Hast du mal eine Minute? Muss das jetzt sein? Worum geht's denn? Ist was Persönliches. Später, okay? Bin schon wieder weg. 5 Millionen Arbeitslose und ausgerechnet Lisa Plenske findet in nicht mal 12 Stunden einen neuen Job. Das ist doch nicht normal. Lisa Plenske ist nicht normal. Am geilsten fand ich ja die 10. Klasse. Und du? Ich stehe natürlich nicht auf diese Milchbubis. Aber ohne die, da steigt der Altersdurchschnitt hier in dem Laden auf Überscheintod. Ja. Dafür ist der Job echt easy. Und wenn dann doch mal einer was will, dann machst du ihm einfach ein bisschen schöne Augen und schickst ihn wieder zurück. Naja, ich benutze wieder meinen Verstand. Baustoffhandel Vincent, die von Kubala am Apparat? Ha, wie war das? 321? Und darauf wollen Sie 13,5% Rabatt zuzüglich 16% Mehrwertsteuer. 325,98. Stimmt. 325,98. Kein Problem. Entschuldigung, ich wollte mich jetzt gerade nicht einmischen. Plenske, ich hab da so eine Idee. Statt dir Gedanken um einen neuen Anzug zu machen, solltest du lieber deine Position in der Firma festigen. Vielleicht den? Unternimm endlich etwas. Sonst leitet David die Firma. Oder lieber den. Ich habe noch mal versucht, mit deiner Schwester zu sprechen. Versucht? Wie ich schon befürchtet habe, Mariella hält weiter zu David. Um David nicht zu verstimmen. Und wie ich Friedrich kenne, wird er seinen Sohn heute Abend vor versammelter Belegschaft in den höchsten Tönen loben. David auf dem Höhenflug des Ikarus. Damals ging die Geschichte auch schon nicht gut aus. Also, ne, bei dir gilt, du machst den Zahnkram und ich halte Musikkundschaft vom Leib. Oder willst du lieber? Nee, davon kriegt man Haltungsschäden. Ich glaube, das wäre auch keine so gute Idee. Na, hast du dich schon eingelebt? Ja, klar, Papa. Das ist noch nicht das Ende deiner Karriere, Lisa. Guck mal, Baustoffhandel, Baustoffzwischenhandel, Baustoffgroßhandel. Genau. In meiner Mannschaft gibt's nämlich nur Sieger. Und ab heute darfst du auch mitspielen. Tschüss. Sie hatten Haltungsschaden. Findest du? 30. So lebe ich meinen Edgar. Ja, aber Papst bringt mich um, wenn ich so auf seiner Party auflaufe. Menno, dein Vater scheidet aus der Firma und nicht aus dem Leben. Er soll es nicht wagen, dich auch nur schief anzusehen. Eigentlich hatte ich ja gehofft, David könnte mir helfen. Dein Bruder, pardon, weiß vielleicht, wie man die Frauen auszieht. Wie man sie richtig anzieht, das ist ja wohl mein Metier, was? Ich bin vom Internat geflohen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das meinen Eltern beibringen soll. Na, mach dir mal keine Sorgen, deine Eltern wissen doch, was angesagt ist. Die werden das Kleid lieben. Sag mal, Hugo, hörst du mir überhaupt zu? Ja, sehr elegant und feminin, genau das Richtige für die Abschiedsparty heute Abend. Ja, aber ich habe gerade gesagt... Und ich sage dir, mein Engel, du siehst fabelhaft aus. Ich bin ja auch dein It-Girl. Ja.
Ich habe gehört, du hast die ganze Belegschaft eingeladen. Natürlich, Karima Moda ist ein Familienunternehmen und nicht nur in der Chefetage. Wenn man alle Mitarbeiter gleichermaßen behandelt, profitiert letztlich die ganze Firma. Aha. Profit ist ein gutes Thema, Friedrich. Richard, wir wollen heute nur feiern, ne? Natürlich. Du siehst gut aus, Mama. Ich brauche einen Spiegel, Timo. Hallo. Hi. Sag mal, habe ich dich schon mal irgendwo gesehen? Paris? London? Cafeteria. Heute Morgen in der Firma. Also ich hätte ja auf Paris getippt. Und Hanna, wie läuft's bei dir so? Du, ich habe ein paar ganz coole Teile designt, aber Hugo findet sie natürlich ätzend. Aber Hugo findet alles ätzend, was von dem ACB kommt. Und bei dir? Du hast extra schulfrei bekommen, habe ich gehört. Jetzt ist erstmal Party angesagt. Diese Agnes lässt ausrichten, dass ich dich von allen grüßen soll. Willst du nicht doch ein Gläschen zur Feier des Tages? Nee, danke, davon krieg ich nur Sodbrennen. Mm. Mir schmeckt da. Mm. Hm? Ach, dann hat ja noch dieser Seidel angerufen. Herr Seidel hat hier angerufen? Mhm. Und warum sagst du das erst jetzt? Ich war damals etwa 15. Mitten in meiner Null-Bock-Phase. Und ich dachte, es muss meinen Vater tierisch nerven, wenn ihn ständig Mitarbeiter mit ihrem Problem behelligen. Aber er hörte sich alles geduldig an und hatte stets eine Lösung parat. Und er sagte mir auch, dass es beunruhigend wäre, wenn ihn niemand mehr um Rat fragen würde. Mit deinem Respekt, deiner Motivation, aber auch deinem Verantwortungsgefühl hast du Karima zu dem gemacht, was es heute ist. Ein Weltunternehmen. Ja, aber die ist ja wieder in Höchststimmung heute. Und auch bei mir hast du es geschafft. Sag mal, wie steht es eigentlich zwischen ihm und Maria? Die beiden sind seit einer Woche verlobt. Aber ich denke, das freut mich aber. Für Mariella, die Süße. Meine Mutter. Und? Wie sieht's bei dir aus? Und ich hoffe, dass ihr beide immer noch überzeugt, dass Single? Weißt du, das mit der Überzeugung ist so eine Sache. Es wird schon. Einfach immer dranbleiben. Und deshalb, lieber Vater, möchte ich dir, und ich denke, ich rede im Namen aller, etwas schenken, was mit Gold nicht aufzuwiegen ist. Einen Platz in unseren Herzen. Danke, David. Danke. Annabelle, ich dachte, du wärst in Los Angeles. Bin ich auch. Aber wenn so ein großer Löwe wie Friedrich abtritt, muss man auch dabei sein. Und wann darf man dich mal wieder auf unserem Catwalk begrüßen? Wenn ihr mich bucht, immer gerne. Ah ja. Na, was jetzt du? Wozu denn? Davids Rede ist nun wirklich nicht mehr zu toppen. David, ich glaube, jetzt verstehe ich meine Tochter. Das freut mich. Sehr bewegend, die Rede. David, sehr bewegend. Danke. Respekt. Herr Seidel, ich vermisse jetzt schon. Ja, ich dir auch, Agnes. Euch alle. Also ich finde den Laden ja ganz geil. Und die DJs sind richtig gut. Ja. Wart ihr schon mal im Fabric in London? Da ist es gerade super trendy. Aha. Ja. Wollen wir tanzen? Komm. Okay. Das ist hier nur für Mitarbeiter. Herr Seidel hat von meinen Eltern angerufen. Das macht er immer, wenn er Leute entlässt. Soziales Gewissen, das ist gut fürs Image. Du musst es ja wissen. Schätzchen, im Aufzug blamierst du die ganze Firma. Also geh besser wieder zurück in deine Kleiderkammer. Sabrina, du hast hier nichts zu sagen, also lass mich bitte durch, ja? Sie bitte diese Person entfernen? Entschuldigung, aber ich bin dieser Planske persönliche Assistentin von David Seidel. Und wenn Sie mich anfassen, dann gnade ihn Gott. Ja, wenn man nicht alles selber macht. If you wanna impress me, you can't be too flirty, mama. I know how to undress me. Let me be your fantasy, then maybe. Frau Plenske. Sie wollten mit mir sprechen, Herr Seidel? Ja, richtig.
Sie waren heute Morgen nicht an Ihrem Arbeitsplatz. Das war doch Ihr ausdrücklicher Wunsch. Das war ein dummes Missverständnis. Vergessen Sie das. Hat der David zufällig irgendwo gesehen? Der Seidel ist da drin mit Frau Plenske. Sie müssen nicht mit mir reden. Aber es würde die Sache ein wenig vereinfachen. Ich frage mich nur gerade, warum ich Sie überhaupt vor Ihrer Verlobten gewarnt habe. Wie, das heißt, das mit der Gegensprechanlage war kein Versehen? Halten Sie mich für so ungeschickt? Aber warum? Ich hatte Sie längst gefeuert. Weil ich Ihnen nichts nachtrage. Weil Sie mich zum Beispiel mit Arbeit überhäufen. Und dass Sie mich in einem fensterlosen Kühlschrank arbeiten lassen. Dass Sie nicht ein einzig nettes Wort für mich übrig haben. Und Entschuldigung und Bitte, das kennen Sie auch nicht, Sie. Was hat er gesagt? Mach's gut, Agnes, ich werde dich vermissen. Besucht mich mal, ja? David? Ich habe gerade zufällig euer Gespräch mitbekommen. Sag mal, kann es sein, dass du eine neue Assistentin brauchst? Unsinn, wie kommst du denn darauf? Du hast doch gerade die Plenske gefeuert. Ach ja? Ich weiß nicht, wovon du redest. Was machen Sie? Mich bei Ihnen entschuldigen.